herzlich willkommen bei der plastikfreien Großfamilie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich ein persönliches Thema mal ansprechen, wie wir Minimalisten geworden sind. Also im Jahr 2017, im Herbst, haben wir beschlossen, dass wir von Alpisbach, da wo wir eine große Wohnung hatten, wegziehen in eine Mini-Wohnung und die Tante von meinem Mann pflegen. Das bedeutete für uns, dass wir uns getrennt haben von 90% von dem Gut, was wir hatten. Wir haben zweite verschenkt. Das Einzige, was wir auf Müll gegeben haben, das war einen ganzen Mülleimer. Das war's. Und da war ich sehr, 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 sehr froh drüber, weil nämlich die Sachen dann weiterverwendet werden von Menschen und wir es nicht wegschmeißen konnten. In der neuen Wohnung mussten wir uns neu einrichten, auch die Küche, weil es einfach nicht reingepasst hat. Ne? Wir hatten überall Schrägen, das war eine Mini-Wohnung mit 3 Zimmern. Man hat ja uns gesagt, dass es oben noch ausgebaut wird. Ist es nicht, deswegen sind wir jetzt wieder vor 2 Wochen umgezogen, hier nach Lauterbach. Und ja, von den Sachen, was wir eigentlich wegbekommen haben, habe ich eigentlich gedacht, hey, meine Kinder, ne, das wird schwierig sein für sie. Auf einmal sind die Sachen weg und so viele und so, aber es war wirklich kein Problem. Sie haben mitgeholfen, wirklich mitgeholfen dann auch, Sachen sich zu trennen. Die, also nachhinein denke ich, die waren im Überfluss, ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und ja, und der Tim auch gleich sofort, wo wir jetzt umgezogen sind, also nach Lauterbach, haben wir auch schon ein paar Sachen gesagt, hey, das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Und der Tim meinte dann so, mein Jüngster, ach Mama, komm, wir schenken es den armen Kindern. Und ich finde es super, also so soll es eigentlich sein, dass man auch Sachen verschenken tut und gebrauchte Sachen auch sich holen kann und ja, diesen Wahnsinn von Wegwerfgesellschaft gar nicht mitmacht. Ja, also für mich war das dann auch eine Sache, ihr müsst euch vorstellen, unser Schlafzimmerschrank, ja, was wir jetzt haben, das war mein eigener Bereich, was ich besessen habe, von meinen Klamotten her. Und ich musste mich drastisch, ja, sich verabschieden von vielen Sachen, meine Kleidung, Klamotten und so. Und das war für mich, also wenn ich mir so, wenn ich wirklich darüber nachdenke, war das Einzige, wo ich wirklich getraut habe, nur ein einziges Teil. Und zwar war das mein Wintermantel, so eine Kord-Wintermantel. Das war das Einzige, wo ich getraut habe, aber alles andere nicht. Die Kinder dann auch nicht, mein Mann auch nicht. Jetzt sind wir umgezogen und ich dachte auch, klar, jetzt muss ich nochmal nachschauen und ein paar Sachen wieder wegtun. Ja, was war denn alles, was wir uns verabschiedet haben und weggetan haben, weggeschmissen nicht, aber weggegeben haben? Das war im Bereich in der Küche alles, ne? Oder fast alles. Wir haben ja die Gläser gehabt, so viele. Wir haben ja die Töpfe gehabt. Wir haben Utensilien gehabt, ganz viel in der Küche. So wie ganz normal es ist. Das haben wir dann verschenkt und haben dann minimalistisch, weil die Küche war mini, haben wir dann auch den Rest behalten, dass wir es weiterverwenden können, auch die Teller und so weiter, ne? Das. Aber das war kein Problem, weil ich gesehen habe, wenn wir wegziehen, es ist klein, dann geht ja nicht. Wir hatten auch keinen Flur so, damit wir auch die Jacken aufhängen. Also mussten wir die Jacken dann auch entweder auf dem Stuhl oder halt ins Zimmer dann reintun. Wo wir von Alpisbach, wir reden ja von Alpisbach nach Sulden. Denn vor 2 Wochen sind wir hier nach Lauterbach gezogen und jetzt haben die Kinder jede ein einzelnes Zimmer. Da bin ich schon froh. Also wie gesagt, minimalistisch von gut wegzubekommen, würde ich sagen, für uns war das wie eine Befreiung, wie ein Stück Freiheit, wie Ballast wegbekommen, ja? Also total Ballast, ja? Das war's, wirklich, das war's und man kann mit wenig glücklich sein, ja. Wenn jemand mich 2012
13 gefragt hätte, hey, weißt du was, du wirst irgendwann, oder sagen würde, du wirst irgendwann plastikfrei und Minimalist, ich hätte ihm den Vogel gezeigt, hätte gesagt, ey, du spinnst total, was soll denn das? Jetzt nachhinein, also wir haben diesen Schritt ja gemacht, ne? Wir sind dann umgezogen und zu der Tante waren minimalistisch gelebt. Dann ist unser Kombi kaputt gegangen. Wir haben jetzt eine A-Klasse und es ging ja, ne? Wir sind ja trotzdem mit der A-Klasse und mit den Kindern im Urlaub gewesen, ne? Und wir haben ja noch Hund. So zu dem Thema. Also es geht total auch im Urlaub dann auch minimalistisch. Man packt ja nicht so viel ein und wäscht man und das klappt super. Auch mit den Kindern, also total. Auch mit mir. Also Frauen haben immer sowieso ein Problem, dass sie zu viel einpacken. Einfach und in Urlaub, ne, vor allem. Und ja, das ist ein Fortschritt. Eine richtig gute, positive Sachen, wo ich sage, wow, hätte ich nicht gedacht. Ja, dann haben wir uns natürlich auch von der Kleidung dann auch verabschiedet, von Bettwäsche, von den ganz verschiedenen ja, Jacken, Schuhen und so weiter. Und weil wir echt, ja, wir haben zu viel gehabt. Wir haben echt zu viel gehabt. Aber ich muss sagen, dass wir dann glücklicher auch geworden sind, ne? Irgendwann, was mir nicht gepasst hat, ne, was dann die Küche, in der Küche, das war eine Mini-Küche mit dem Mini-Tisch und drei Stühle und da haben wir nicht alle reingepasst. Also für mich war das sehr, ja, nicht schön, weil ich doch alle gemeinsam in der Küche sehen würde beim Essen, ja, und da war es halt nicht so. Da haben wir halt auch ab und zu am Sonntag dann zusammen gegessen. Im Wohnzimmer, da war ein Tisch und Stühle und eine Bank, haben wir alle reingepasst. Aber das hat mir gefehlt in der Küche, das muss ich zugeben. Oder genauso so ein Mini-Ofen, ne? Er hatte so einen Herd, Mini-Herd und das war zu mini. Also, ja, das haben wir aber auch alles verschenkt, ne? Wo wir dann von Alpesbach nach Sulden gezogen sind. Jetzt sind wir gezogen nach Lauterbach und ich habe einen großen Backofen, da freue ich mich. Wir haben auch eine größere Küche, aber ich habe nichts Neues eingekauft, ja? Also ich habe mir nicht da irgendwie was, was ich jetzt besorgt, irgendwelche Sachen, wo ich sage, boah, das. Nein, das kommt für mich nicht in die Tüte, nicht in Frage, weil ich denke, ich bin mit dem, was ich habe, sehr zufrieden und das soll so sein. Ja, also da brauche ich nicht noch einen Schnickschnack, außer wenn ich mal wieder was austauschen werde noch, so Kleinigkeiten, dann kann man das ja machen, aber dann wird es ausgetauscht, ja. Also ich möchte mir diesen Platz dann auch frei behalten und schauen. Ja, was war noch? Genau, das zweite war es, das mich total, also ich war unglücklich damit, war diese Räumlichkeiten, ja. Also diese Räumlichkeiten, dass wir alle so eng beieinander waren, das hat mir persönlich nicht gut getan. Ihr müsst euch vorstellen, dass es eine Drei-Zimmer-Wohnung war. Und zwar wurde versprochen, dass zwei Zimmer oben im Dach ausgebaut werden, aber das ist nicht so gewesen und deswegen sind wir auch ausgezogen. Ja, und wir waren auch teilweise zu sieben in der kleinen Mini-Wohnung, ne? Also gerade in den Sommerferien, in den letzten Sommerferien, da habe ich gesagt, nee, ich halte es nicht aus, ich packe jetzt die Kinder, ich nehme den Hund mit und fahre zum Wohnwagen. Da war mein Mann da, also für die Tante muss sie immer da gewesen sein, ne? Die kann man nicht allein lassen, weil wir die gepflegt haben, ja, die 24 Stunden und die kann man nicht allein lassen. Da war ich mit den Kindern dann am Wohnwagen. Das habe ich gebraucht, weil wir wirklich am Anfang zu sieben da waren. Für Kinder, meine Tochter ist gekommen, ne? Dann, ja, die drei Jungs, mein Mann, ich und die Tante. Und das war mir zu viel. Ich habe gedacht, oh Leute, nee. Und ja, oder zum Beispiel auch, wenn man Auszeit haben wollte, ne, ihr müsst euch vorstellen, in dem einen Kinderzimmer saß ein Kind, im Schlafzimmer saß ein Kind, im Wohnzimmer saß ein Kind, in der Küche mein Mann und ich am Klo. Das wollte ich nicht. Also ich konnte natürlich ins Bad gehen, aber das
Und dann habe ich gedacht, okay, also wer mich kennt und auch mein Profil kennt, der weiß ja, dass ich eine Auszeittreppe gehabt habe, ne? Das war bevor man in die Wohnung reingekommen ist und dort meine Auszeit genossen habe. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin da gesessen, ich habe rausgeguckt, wunderschöne Aussicht und habe meine Auszeit gehabt. Das war toll. Das war toll, aber wirklich, das war zu eng. Das war wirklich zu eng, ja. Also der Frank hat auf dem Boden im Wohnzimmer geschlafen, auf der Matratze. Mein Sohn, der eine, hat im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Der Kleinste mit mir im Schlafzimmer und meine Tochter, wenn die dann gekommen ist. Und im einen Zimmer, Kinderzimmer, hat dann auch der andere Sohn geschlafen und das war echt nichts. Also wir konnten auch keine Besuche so richtig empfangen, dann auch zu übernachten, weil das war zu eng. Das ging halt echt nicht. Ja, und das war das Einzige dann halt, ne? Diese enge Räumlichkeit, enge. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Auch wenn zwei Mini-Wohnungen, nein, aber zwei Mini-Zimmer oben ausgebaut worden sind, dann war es ganz anders auch gewesen. Ne? Da hatten die Jungs dann auch zwei Zimmer gehabt, auch wieder so Mini-Zimmer, macht nichts. Wir sind jetzt gewohnt und hätten dann eigene Bett gehabt und eigene Schrank für die Schulsachen. Ne? Also sowas hat schon gefehlt, ja. Muss ich sagen, manche Familien, ja, kenne ich auch welche, die sind glücklich und zufrieden mit ihren drei Kindern im Wohnmobil rumzureisen und dort zu wohnen, ne? Das klappt dann auch bei denen, ist auch wunderbar. Und ich glaube, jeder ist individuell, ne? Und bei mir war das dann halt schon ein Problem dann irgendwann, ja. Und dann haben wir halt echt mitbekommen, dass das nicht klappt mit dem Umbau auf dem Dachboden. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay. Wir suchen was und sind dann umgezogen. Ja, also uns hat es wirklich diesen Minimalismus von dem, was wir besessen haben, Besitz gehabt haben, das war positiv, dass wir das wegbekommen haben und wirklich das haben, was wir wirklich brauchen. Das muss ich sagen. Das war positiv, das war wirklich positiv. Negativ war es für uns diese Räumlichkeiten. Aber vom Ding her, doch. Also uns hat es glücklich gemacht, wirklich. Auch jetzt, ja. Jetzt sind wir umgezogen, haben eine große Küche und da stehen ein paar Sachen halt leer, ne? Also das ist so. Die Schränke, ja, stehen halt leer. Aber ich weiß, was ich mache. Und zwar die Bücher tue ich noch rein. Ja, das war unsere Geschichte, warum wir Minimalisten geworden sind. Also wir sind so eigentlich ins kalte Wasser geschmissen worden, ne? Ihr müsst euch echt vorstellen, das war Wahnsinn, ja, das war jetzt, wir sind gezogen in eine Wohnung, wo die Hälfte groß war, wo wir davor gewohnt haben, ne, ohne Balkon, ohne diesen großen zwei Kellerräume und so weiter. Und ja, das war ein Schritt für uns. Das war echt ein Schritt für uns. Aber wie gesagt, das ist in Ordnung so und so wollen wir es auch jetzt beibehalten. Auch in der neuen Wohnung, dass wir mit wenigen glücklich werden. Wir sind mit wenigen glücklich und das ist okay. Stimmt, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Dann ist unser Kombi ja kaputt gegangen, ne? Und dann brauchten wir ein neues Auto. Nach dem Umzug von Alpisbach nach Sulden. Und da haben wir uns überlegt, ja, aber wenn wir die Tante mitnehmen, dann sollten wir doch mal ein Siebensitzer oder halt Sechssitzer mitnehmen, uns besorgen und so. Und dann haben wir uns eine A-Klasse. Und Leute, auch mit der A-Klasse, das habe ich gesagt, genau. Ich habe nämlich ein paar Videos hintereinander gemacht, wisst ihr, weil immer wieder was gestört hat. Aber das klappt dann auch mit der Großfamilie, so ein kleines Mini-Auto zu haben und im Urlaub zu fahren, das klappt alles. Wenn man will, dann klappt's. Genau. So, also wie gesagt, jetzt habt ihr was Persönliches von uns gehört, warum wir Minimalisten geworden sind. Und irgendwann werde ich noch erzählen, gerade wie es so war mit der Pflege, was es bedeutete für mich, für uns, die Pflege zu machen mit der Tante. Dann werde ich euch jetzt noch erzählen, wie wir plastikfrei, also ausführlich,
warum wir plastikfrei geworden sind oder Plastik reduziert, ne? Das würde ich euch nochmal was erzählen, also erzählen euch gerne mitgeben. Und wenn ihr noch Fragen habt, da könnt ihr gerne kommentieren und könnt ihr gerne mal fragen und dann kann ich, stehe ich dann auch für die Antworten dann auch bereit, sie eure Fragen zu antworten und mit meinen Antworten bereit für euch. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag am Abend. Jetzt gehe ich noch ein bisschen mit den Hunden raus. Silas ist bei mir und der Frank ist mit dem Tim und mit dem Nils zum Wohnwagen gefahren. Da ist sowieso ein Urwald, weil wir ganz lange nicht da waren nach dem Umzug, ne? Ganz klar. Von Sulden nach Lauterbach und so sieht's aus. Und er genießt das Wochenende. Ich werde genießen das Wochenende. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen rumkruscheln hier und machen und tun. Also, wie die Frauen halt auch sind, ne? Aber auch gucken, dass ich auch zur Ruhe komme und einfach zufrieden bin mit den Sachen, wie es läuft. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und bis dann. Tschüss.